Wir haben wieder Besuch aus dem hohen Norden, diesmal aus dem östlichen Teil, und zwar aus Rostock. Geht wieder um eine Abstimmung, diesmal ein 350Z VQ35HR. Heißt also 313 PS Basis. Wir machen wieder mit unserem GPS-System die 100-200 Messung, danach die Abstimmung und dann wieder die Ausgangsmessung. Ihr seht natürlich wieder, wie immer, zu Anfang das Fahrzeug von außen. Schönes, seltenes Blau bei dem HR jetzt hier. Fahrzeug hat schon eine lange Reise hinter sich. Also nicht, dass er nur aus Rostock kam. Das Fahrzeug ist ursprünglich aus Italien, kam dann nach Frankreich und von Frankreich nach Deutschland. Und ja, modifiziert wurden die Katalysatoren, sind rausgeflogen komplett. Das heißt also Katalysatorrohre und eine Nvidia Gemini-Anlage. Und jetzt versuchen wir, das Möglichste rauszukriegen. Aber davor heißt es erstmal tanken. Ich bin ja total begeistert immer davon, wenn die Kunden ihre Autos bei mir abgeben zum Abstimmen und die Reservelampe leuchtet. Ast rein. Also erstmal Aral 102 rein. Getankt ist jetzt. Wir haben jetzt ein bisschen über die Hälfte an Sprit drin und werden jetzt uns auf die Autobahn begeben. Fahrzeug ist warm. Und die 100-200 Messung machen mit der Seriensoftware. Schon eine sehr gute Zeit. Jetzt kommt die Abref-Software drauf, also das Individual-Reflash von uns mit Arc-Features, das heißt also Flat-Foot-Shifting beim 350Z inklusive Launch-Control, zeigen wir euch noch gleich und dann messen wir wieder. So, wir sind jetzt 0,8, 0,9 Sekunden ungefähr schneller geworden mit dem Flat-Foot-Shifting und mit der neuen Software. Ich möchte euch jetzt noch mal ganz kurz die Launch-Control zeigen. Ist ein bisschen spektakulärer als bei der EcoTech-Software beim 370Z. Hört sich schon richtig fies an, also habt Spaß dabei. Bis gleich. Ja, hört sich schon mega sexy an. Wenn ihr sowas auch haben möchtet, das ist das sogenannte Arc-Feature für den 350Z. Wie gesagt, mit Rolling, Anti-Lag haben wir da drin, Launch-Control, Flat-Foot-Shifting und noch ein paar andere Features. Das ist also schon echt fett. Das sind lediglich 100 Euro mehr für die Abstimmung und das lohnt sich. Also es macht richtig Spaß. Ja. Ansonsten, wie immer, liken, teilen, kommentieren. Wenn ihr Fragen habt, auch zum Arc-Feature, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten bis zum nächsten Video. Bis dann.